Und das ist erst der Anfang. Weiter geht die Reise zu Testessen Nummer 2. Und das gibt's in Sawtell, einem japanisch geprägten Stadtteil von L.A. Das Somi-Somi ist der Hotspot für alle Foodies, die auf ausgefallene Süßspeisen stehen. Ich probiere heute, wie heißt es? Ich glaube, Taiyaki. Das ist so eine Art Pfannkuchen/Waffel in Fischform. Frag mich nicht warum. Und du kannst es füllen mit Nutella oder Oreos oder sogar Käse. Diese rote Bohnenpaste, die die essen. Und ja, ich probiere das mal. Ich bin gespannt. Taiyaki heißt wörtlich übersetzt Meerbrassengebäck und ist nichts anderes als ein gefüllter Teig in Fischform. Klingt einfach, ist aber der Renner in L.A. Ich würde gerne das Taiyaki probieren. Wie viele? Wenn ich 5 Stück nehme, kann ich die Geschmäcker mixen? Ja. Der mit Käse ist das beliebteste. Dann nehme ich Käse, Nutella, Oreo, das habe ich auf Instagram gesehen. Und dann noch rote Bohnen und Taro. Taro ist ein Wurzelgemüse. Es ähnelt im Geschmack Kartoffeln und ist eine von 6 verschiedenen Füllungen, zwischen denen der geneigte Taiyaki-Kunde wählen kann. 5 Teigfische gibt's für knapp $9. Etwa 1.000 verkauft der Laden pro Tag. Eine Handvoll davon an Maggie. So, oh, das sieht aber gut aus. Optiktest bestanden, fehlt noch der Geschmackstest. Oh, das ist aber lecker. Okay, Käse und Oreo-Füllung kommen schon mal gut an. Der Taro-Fisch hingegen wird wohl nicht Maggies neues Leibgericht. Dafür reißt es die nächste Füllung wieder raus. Nutella. Guck mal, es kommt schon raus hier. Mmh. Boah. Das schmeckt wirklich wie Pfannkuchen mit Nutella, aber viel einfacher zu essen. Gerade so viele Leute wie mich, die immer im Stau stehen und im Auto fahren. Das kann man schön essen, während man so auf der Autobahn die Leute zusammenscheißt. Kannst immer schön so fahren und essen. Mega lecker. Etwa eine Stunde Autofahrt entfernt von L.A.